So, Philipp, sag mal was. Hallo. Hallöchen. Hi, hi. Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem wirklich informativen und diesmal auch sehr technischen Video. Neben mir steht nämlich unser E-Fieber-Techniker. Der Philipp. Philipp, ich grüße dich. Schön, hi, hi. Schön mal wieder bei dir zu sein hier. Schön, dass du da bist. Ja, gerne, gerne. Und Leute, wir haben heute was richtig Spannendes für euch. Ihr wisst alle, es gab wieder eine Neuerung in der Modellreihe, gerade bei Model Y und bei Model 3 auch. Ja, war bei Model 3 ebenfalls. Genau, es geht nämlich um die Batterie. Die hat sich komplett geändert, wirklich komplett. Es schwirren auch viele Fragen jetzt da draußen rum. Richtig. Die wollen wir einfach mal beantworten, oder? Und, genau. Und ihr denkt ja wahrscheinlich, okay, was reden die vom großen Akku, was ist komplett anders? Ja. Es geht aber nicht um den großen Akku, es Richtig. Geht um den kleinen Akku, Richtig, den wir genau. hier vorne im Frunk eingebaut haben. Genau. Dann zeigen wir euch heute eben mal die Unterschiede. Absolut, Philipp hat vollkommen recht. Wir schauen rein, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Bevor wir jetzt wirklich die 2022er Batterie uns anschauen, blöd gesagt, hier haben wir ein Model 3 aus 2019, war Philipp? Richtig. Wo ist denn hier bitte überhaupt die Batterie? Genau, es geht ja, wie gesagt, um unseren 12-Volt-Akku, den wir jetzt hier haben. Und ihr kennt ja euren Frunk. Und dass wir das im Prinzip auch schön mal zeigen können und ich dann auch euch ein bisschen, sag ich mal, mehr Infos geben kann, zeige ich euch erstmal, wie man dieses Cover hier abmacht. Kennen wahrscheinlich schon viele, aber ihr greift einfach rein und zieht einmal beherzt an und dann... Ja. Habt ihr hier die Klipse alle raus? Ja. Und dann seht ihr auch hier schon, hier haben wir die 12 Volt Batterie. Es wird Batterie genannt, es ist eigentlich chemisch gesehen ein Akkumulator, also ein Akku, weil eine Batterie ist chemisch gesehen eigentlich nur eine Sache, die du nur einmal entladen kannst, sonst wäre ja blöd beim Elektroauto, dann müsstest du noch einmal aufladen und dir ein neues Auto kaufen, so ungefähr. Hast du recht, hast du recht. Deswegen ist es offiziell ein Akku, aber. Viele sagen Batterie, weil es wird einfach als Synonym verwendet. Wir haben auch jetzt nochmal diese Verkleidung hier kurz abgemacht. Und wie ihr hier seht, hier ist der 12-Volt-Akku. Wir haben einen ganz normalen Bleiakku im Prinzip. Wir haben hier ganz normale Terminals, wie wir es beim Auto auch, bei jedem anderen Auto auch kennen. Und beim neuen sieht es dann ganz ein bisschen anders aus. Da schauen wir mal rüber, Philipp, oder? Richtig. Du hast schon mal auseinandergebaut, du warst schon wieder fleißig hier. Ja. Und ist das hier die neue Batterie, Philipp? Nee, das ist noch was anderes. Ja? Aber beim Model Y hier, beim ganz neuen, geht man im Prinzip das auch gleich vor. Man hat hier eine andere Verkleidung, sieht ein bisschen anders aus, aber zieht auch einfach nur dran, dann ist er ab. Und wie ihr hier seht, wir haben vorne auch den Frunk weggemacht, sind beim Model Y aber auch nur 4 Schrauben. 2 hier vorne, 2 unten im Frunk. Und dann natürlich noch das Kabel von dem Stecker abmachen, das darf man nicht vergessen. Und dann haben wir jetzt hier mal noch was abgeschraubt. Wir haben noch eine weitere Verkleidung abgeschraubt, die mit 10 Schrauben fest war. Mhm. Und wie ihr es seht, wir haben hier Filter. Wahnsinn. Das sind nämlich die HEPA-Filter, die für den Biowaffen-Modus verwendet werden. Und wie Elon Musk auch schon mal gesagt haben, genau, das sind die Vorfilter und da sind dann nochmal die zweite Stufe der Filter. Wahnsinn. Das sind mehrstufige Filter, wie es vielleicht auch manche jetzt aus der jetzigen Zeit auch aus Luftfiltern kennen oder auch Luftreiniger, die man sich so für die Wohnung aufstellen kann. Das sind ja auch meistens HEPA-Filter drin. Ist hier dasselbe. Wir haben hier mehrere Filter, die unsere Innenraumluft dann nochmal filtern können. Und wie ihr seht, die braucht einen riesigen Platz. Ja. Und das ist im Model 3 einfach nicht so jetzt nicht einbaubar, weil hier ist es, wie man sieht, alles relativ voll. Gut, es ist noch der alte Frunk, noch ohne Wärmepumpe und alles. Der neue sieht ja anders aus. Aber es ist hier einfach für diese riesigen Filter kein Platz vorhanden im Model 3. Denkst du, irgendwann wird das Model 3 auch einen HEPA-Filter bekommen? Eher nicht, hä? Also wenn sie es so lassen, eher nein. Außer sie lassen sich irgendwas einfallen, aber ich traue das Tesla zu, dass es sich was einfallen lässt. Philipp, bitte Optimist hier. Optimist. Ja, ich immer. So, Philipp, wir haben jetzt im Prinzip den HEPA-Filter entfernt. Richtig. Und was sehen wir jetzt hier? Genau, wie wir hier sehen, wir haben es hier ähnlich wie beim Model 3. Wir haben hier unseren Lufteinlass und hier haben wir unsere neue 12-Volt Lithium-Ionen-Batterie, beziehungsweise den 12-Volt-Akku. Und wie ihr seht, die ist auch einfach schon mal vom Volumen her deutlich, deutlich kleiner als die alte Batterie, die drin war, der alte Bleiakku. Jetzt mit dem neuen Lithium-Ionen-Akku kommt es natürlich auf andere Sachen, weil wir haben eine andere Zellchemie. Und diese Zellchemie gibt uns eigentlich nominell eine höhere Spannung als 12 Volt. Normal ist sie angegeben mit 14,8 Volt und im Maximum kann die bis zu 16,8 Volt theoretisch ausgeben. Mhm. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob sich das auch im Fahrzeug dann geändert hat, weil im Handbuch steht drinnen, dass man bei den neuen Model 3s und Model Ys, wenn man einen Wechselrichter anschließt, also dass man sich eine normale Steckdose ist, sozusagen ins Model 3 einbaut über den Zigarettenanzünder, müssen die neuen Wechselrichter müssen bis zu 16 Volt Eingangsspannung aushalten können. Wir müssen schauen, ob das dann auch eine Auswirkung zum Beispiel auch aus Ambient Light hat oder nicht.
Okay, Philipp, aber grundlegend jetzt erstmal die Fragen, bevor wir zu technisch werden. Die ist jetzt eindeutig auch leichter, oder? Als wie die Bleibatterie. Ja, also ich habe mal, ich habe jetzt mal eine, ich kann sie mal schnell kurz holen. Mhm. Wir haben einen Bleiakku, wie wir ihn kennen. Das ist jetzt auch eine ähnliche Größe. Das hat dieselbe Kapazität wie im Model 3. Ist jetzt nicht die aus Model 3, aber so eine ähnliche. Mhm. Die wiegt jetzt, hier habe ich mal vorhin gewogen, die wiegt 12 Kilogramm. Ach du. Die vom Model 3 so soll laut Internetangaben so um die 14 Kilogramm wiegen, die alte. Ja. Und die neue, der neue Lithium-Ionen-Akku, den wir hier drin haben, wiegt mit dem ganzen System 1,8 Kilogramm. Das heißt, nein! Das heißt, wir sparen so zwischen 10 bis 12 Kilogramm allein an diesem einen Bauteil. Nein! Das ist ja wieder Wahnsinn. Da seht ihr wieder, wie Tesla einfach weiterdenkt. Ich habe sowas in der Form noch nie gesehen, muss ich echt sagen. Ich wüsste auch nicht, wo das bei Autos eingebaut ist. Es sind eigentlich jetzt bei allen Modellen jetzt eingebaut. Beim Tesla Model S Plaid und beim X Plaid waren es die ersten, die es eingebaut hatten. Wahnsinn. Und jetzt ist es auch im Model 3 und Model Y vorhanden. Mhm. Und Philipp, geh doch mal auf die andere Seite, da bist du nicht so in der Sonne. Ich habe mal eine Frage noch. Ja. Jetzt angenommen, ich habe jetzt eine Situation, die ist leer. Ja. Oder generell, wie wird die überhaupt geladen erstmal? Also geladen wird die im Prinzip wie bei Auto auch über eine externe Stromquelle. Bei einem normalen Auto haben wir einen Generator drin, der unseren Akku aufladen kann. Aber da wir hier keinen Generator oder wie es auch bekannt ist, unter Lichtmaschine haben wir hier im Tesla nicht, die wird einfach über die Hochvoltbatterie geladen. Da ist dann ein Spannungswandler drin, der dann die Spannung der Hochvoltbatterie auf die Batteriespannung der kleinen Batterie hier reduziert und damit wird die dann geladen. Das ist beim neuen und beim alten gleich. Und die alte Batterie ist eigentlich dumm. Die hat eigentlich nichts weiter drinnen. Und diese Batterie hier, da gibt es ein paar schöne Videos auch im Internet, die hat noch ein richtiges Mainboard drin mit Chips und alles, die dann noch Spannung überwachen und alles einfach noch aus Sicherheitsschutz für diese Batterie noch drin sind, dass halt mit dem Lithium-Ionen einfach nichts passieren kann. Aber warum macht es Tesla nicht so, dass ich im Auto sehe, wie viel Spannung hier noch getroffen ist oder wie voll die überhaupt ist? Weil es eigentlich sozusagen egal ist und die auch immer wieder nachgeladen wird von dem Hochvolt-Akku. Das passiert manchmal, wenn das Auto steht oder auch wenn wir fahren, je nachdem was halt gerade aus der 12-Volt-Batterie verwendet, also was benutzt wird, sage ich jetzt mal. Und wieso brauchen wir die eigentlich überhaupt? Wir haben ja einen Akku, da können wir ja eigentlich alles damit powern. Das Problem ist, wir können keinen Bildschirm oder was auch immer mit 400 Volt aus dem Akku befeuern. Die wir brauchen für unser Bordnetz, für die ganzen, viele Bauteile, zum Beispiel auch die Lampen, können wir auch nicht mit 400 Volt betreiben. Aha. Das wird ja alles dann im Prinzip in dem Niederspannungsbordnetz, so um die 12 Volt ist es nominell, wie gesagt, sind meistens so 12,8 Volt bei den Bleibatterien. Aber das ist im Prinzip die Sache, wieso wir auch noch dieses kleine 12 Volt Bordnetz haben. Es gibt auch Autos mit 48 Volt Bordnetz, hat glaube ich Audi zum Beispiel, sondern Alfa Romeo jetzt zum Teil auch. Auf jeden Fall, das ist so, dieses 12 Volt ist einfach Standard. Seit 50, 60, wenn jetzt sogar noch mehr Jahren im Prinzip. Und wenn ich es jetzt als nicht technikaffiner Mensch, sag ich mal, sage, du hast jetzt Sorge, dass hier nicht mehr 12 Volt durchgehen, sondern 16 Volt, okay, verstehe. Okay, verstehe. Eine Frage ist, manchmal sagen die Leute, ja, man muss sowas tauschen im Winter oder wie auch immer. Ist das überhaupt sinnvoll oder lohnt, muss man es? Ja. Also, es ist so, wie gesagt, der alte Bleiakku, den wir jetzt auch im Model 3 haben, der hat auch nur eine gewisse Lebensdauer, wie im normalen Auto auch. Der Tesla warnt aber, wenn die Lebensdauer der Batterie nachlässt. Der sagt dann, eine Meldung auf dem Bildschirm mit Rot von wegen, ich glaube irgendwie Lebensdauer oder Kapazität der 12-Volt-Akkus reduziert, bitte tauschen lassen. Kann man auch selber machen, aber das ist eine andere Sache. Ist, wie gesagt, eine normale Batterie. Bekommt man bei Tesla, ohne Probleme. Aha, also wenn die mal leer ist, bekomme ich die nicht bei Autechna oder bei ATU, sondern... Stand jetzt nein, aber ich habe im Teilekatalog mal nachgeschaut, die ist im Moment, Stand jetzt, nicht irgendwie gesperrt irgendwie. Man kann sich dieses Teil theoretisch ganz normal bestellen. Ich gehe aber davon aus, dass dieses Teil deutlich teurer ist als ein normaler 12-Volt-Bleiakku. Aber dieser Akku hier hat nominelle Ladezyklen von über 2000. Im Vergleich, ein normaler Bleiakku hat so um die 300. Das heißt, wir haben ungefähr nominell eine
6- bis 10-fache Lebensdauer schon. Das heißt, wenn diese Batterie wirklich richtig designt ist, was ich wohl vorher nicht stark ausgehe, hält diese Batterie ein Autoleben lang und man muss sich darüber eigentlich keine Gedanken mehr machen. Wahnsinn, Daumen nach oben, Tesla. Philipp, du bist echt eine Maschine, muss ich immer wieder sagen. So technikaffin, das ist der Hammer. Okay, sehr gut. Und was machen wir jetzt als nächstes im Prinzip? Wir schauen jetzt in unserem Auto an, ob wirklich aus dem Zigarettenanzünder, aus dem 12-Volt-Anschluss 12 Volt rauskommen oder was jetzt da ist, ob sich die, was sich geändert hat im Prinzip. Die Spannung, ob sich die vielleicht auch geändert hat. Und was sich dann auch mit der Änderung der Spannung auch zum Beispiel aus der ändert dafür, was, wie viel Strom ich überhaupt aus dem Zigarettenanzünder auch rausziehen kann. So Leute, wir schlüpfen jetzt mal gerade ins 2022er Model Y rein, was ja wirklich hier die neue Lithium-Ionen-Batterie hat. Und Philipp misst mal durch, oder? Genau, wir messen jetzt im Prinzip, was ist mal wirklich aus dem 12-Volt-Anschluss, also 12-Volt-Zigarettenanzünder oder wie es auch immer genannt wird, rauskommt. Dazu habe ich jetzt hier einfach so ein Verlängerungsteil im Prinzip, ist auch nichts Spezielles. Haben dann hier so einen kleinen Schalter dran, sehen mit an der LED, dass es leuchtet. Haben hier unser Multimeter ganz normal und messen jetzt einfach mal die Spannung, die ich hier in dem ankomme. Wir haben jetzt hier 15,38. 15,5 Volt. Ja. Passt auch mit den Beschreibungen in der Anleitung überein, dass man bis zu 16 Volt Eingangsspannung haben kann. Und auch chemisch passt es überein. Wir haben 16,8 Volt Maximum in der Batterie, normal 14,8 Volt, also passt perfekt. Und was hat es jetzt zur Folge? Wir haben ja bei einem anderen, beim alten Model 3 oder beim alten Model Y, haben wir ja im Prinzip eine 12 Volt Batterie. Die hat dann ja normalerweise so um die 12,8 Volt, heißt es ja im Prinzip in dem bei den Autos. Und die andere hat 14,8 Volt, das heißt, wir haben eine im Schnitt, sage ich jetzt mal, 2 Volt höhere Spannung. Mhm. Und damit bekommen wir aus dem neuen Model 3 und neuen Model Y bekommen wir 24 Watt mehr raus aus diesem Anschluss im Normalfall. Die Amperezahl bleibt gleich, aber wir haben eine höhere Voltzahl und damit bekommen wir mehr Leistung aus diesem Anschluss heraus. Das ist ja sehr, sehr technisch, Philipp. Bedeutet im Umkehrschluss auch, dass unsere Vermutung sich bestätigt hat, hier wirklich, dass die Bordnetz sich erhöht hat? Ja, die Bordnetzspannung ist auf jeden Fall auch höher, weil wir haben 15,3 Volt. Im alten Auto haben wir jetzt nicht probiert, aber müsste das theoretisch auch so bis 14,8 Volt gehen, weil ein Bleiakku wie auch ein Verbrenner wird auch mit oben die 14,4 bis 14,8 Volt geladen. Mhm. Und das heißt, wenn das Auto den Bleiakku lädt, haben wir auch 14,8 Volt und die müssten dann auch am Zigarettenanzünder anliegen. Okay, also das ist Wahnsinn. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn ich hier einen Laptop laden würde, könnte ich jetzt von der Wattzahl her oder irgendwas betreibe hier im Auto, von der Wattzahl war es früher bei 190 und jetzt ist es über 200 oder 230 oder sowas. Genau, wir hatten früher, hatten wir so 12 Ampere bei 12 Volt, das sind jetzt 144 Watt, in der Spitze 192 Watt, weil die Spitze ist 16 Ampere und jetzt kann man je nach Ladezustand der Batterie, kann man im besten Fall, wenn die wirklich dann 16,8 Volt hat, oder beziehungsweise jetzt mal mit 16 Volt, wie es in der Anleitung auch angegeben ist, dann können wir bis zu 256 Watt rausziehen. Das heißt, fast 60 Watt mehr. Das ist stabil. Da kann ich mal meinen Gaming-PC hier schön mal spielen lassen, wa? Richtig. Brauchst du, wie gesagt, nur einen, wie es auch in der Anleitung steht, einen Wechselrichter, der jetzt auch über 15 Volt Eingangsspannung haben darf. Mhm. Muss man jetzt wirklich aufpassen, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt die 16 oder 16,8 Volt auf so einen alten Wechselrichter in Anführungszeichen gibt, weil zum Beispiel den ich habe, hat 15 Volt und der andere, der alte, hatte auch nur maximale Eingangsspannung bis 15 Volt. Ich glaube, 15 Volt ist so eine normale Grenze. Ich würde es nicht ausprobieren, das da anzuschließen. Also achtet wirklich bitte darauf, dass ihr da und ob das, dass ihr den richtigen Wechselrichter da anschließt. Was kann passieren? Dass der Wechselrichter kaputt geht wahrscheinlich und wenn die schlecht gebaut sind, wer weiß, was noch passiert. Ein Kurzschluss? Ja, Kurzschluss, ja. Oh, kann was kaputt gehen. So, lieber nicht ausprobieren. Lieber nicht ausprobieren, Philipp. Vielen Dank, Philipp, wieder für deine technisch versierte Hilfe. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst und du hast ja schon angeteasert, absolut Wahnsinn. Leute, hoffentlich könnt ihr das mitnehmen, es war sehr technisch, ich weiß, aber Philipp geht da drin auf, ich merke das schon, das ist deine Leidenschaft, ohne Mist. Absolut, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen mitnehmen und falls es Fragen gibt, ihr kennt es aus anderen Videos, ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Genau, ich schreibe die Kontaktdaten unten mal rein und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Leute, macht's gut. Ciao.